Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Im letzten Video hatte ich ja angesprochen, dass wir bei einer HF-Platine hier jetzt noch diese parasitären Flächen beseitigen müssten. Und dazu habe ich dieses Tool gefunden, was man früher händisch installieren musste. Das ist dieser sogenannte Via Stitching Generator. Den findet ihr hier unter der Plugin-Verwaltung. Ihr könnt das dann hier einfach mal mit Via eingeben. Und dann kommt ihr hier direkt darauf. Dann seht ihr das hier, dieses Symbol KiCad Action Scriptings via Stitching and More Tools. Ich habe das dann schon installiert. Ihr seht es hier. Und wenn das dann installiert ist, taucht das hier oben auf und ich öffne das mal und dann kann ich jetzt hier verschiedene Werte eingeben, also die Bohrungsgröße und die Cover Size Größe, die Clearance um das Via und den Abstand, auf welches Netz ich das legen möchte. Bei einer HF-Platine tue ich das natürlich auf Ground. Und das Ganze können wir dann hier noch in verschiedenen Formen ablegen, also entweder als Rechteck oder konzentrisch, da könnt ihr mal mit rumspielen. Und ich sage einfach mal ran. Und dann sagt er hier 206 Vias platziert. Und siehe da, so würde das jetzt aussehen, wenn wir eine HF-Platine hätten. Ihr seht natürlich, dass das natürlich jetzt hier eine ganze Menge ist an Vias, die hier platziert werden müssten. Eine Alternative dazu wäre, wenn ich jetzt nur, na, habe ich das hier weggenommen, so, Fenster zumachen. Eine Alternative wäre jetzt zu sagen, ich hätte jetzt angenommen nur eine einzige HF-Leitung. Ich gehe mal hier auf die Oberseite, zum Beispiel diese hier wäre jetzt nur eine HF-Anpassleitung zum Beispiel. Dann könnte ich auch hergehen und sagen, ich setze jetzt hier einfach händisch entlang der Leiterbahn hier Vias, um halt nur diese Leitung HF-technisch von der Platine zu entkoppeln. Auch das wäre noch eine Lösung, auch das ist ein gängiger Weg. Mit dem HF-Design müsst ihr euch nochmal dezent auseinandersetzen. Da gibt es auch sehr gute Anleitungen im Internet dazu, was da zu beachten ist. Führt jetzt hier für einen Einsteiger zu weit. Ich wollte das nur mal ansprechen, wie man sowas lösen kann, wie sowas aussehen könnte. Ist bestimmt dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, wenn er eine HF-Platine in der Hand hat, dass die doch vom Design ein bisschen anders aussieht. Und das wäre jetzt hier eine schnelle Lösung. Wie gesagt, das sind noch andere Dinge zu betrachten. Das möchte ich aber jetzt hier im Einsteiger-Tool so erstmal nicht weiter ansprechen. So, ich mache hier wieder zu, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis die Tage. Tschüss und winke.